Hallo, willkommen bei Mutti in der Küche. Ostern steht vor der Tür und der eine oder andere hat sich ein Ostermenü von mir gewünscht oder so, aber es kommt oft anders, als man denkt. Das wird alles nichts, weil mich Corona ausgebremst hat. Und ich bin froh, dass ich überhaupt schon wieder ein bisschen Stimme habe, aber das Osterfest wird wohl sehr ruhig dieses Jahr. Ja, ich will aber trotzdem einen kleinen Beitrag leisten, weil was bei uns auf jeden Fall Ostern auf den Tisch muss, und das mache ich auch in unserem abgeschirmten Bereich hier für meinen Mann und mich, das ist ein Hefezopf zum Frühstück. Der schmeckt einfach zu gut. Wie der süße Hefeteig zubereitet wird, könnt ihr entweder gucken, wenn ihr mein zweierlei Streuselkuchen gesehen habt. Ich habe einfach die Sequenz für den Hefeteig da nochmal rausgeschnitten und das findet ihr, wenn ihr hier guckt. Ich werde das mal für euch verlinken. Ja, ich bin jetzt an dem Punkt, dass der Hefeteig eine Stunde bei 40 Grad bei mir in der Backröhre gestanden hat und wie ihr seht, ist die Schüssel schön voll. Er ist aufgegangen. Wir brauchen außer Hefeteig jetzt nur noch einen Schluck Wasser, etwas Ei zum Bepinseln und da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Es kommt ja ein Ei an den Hefeteig und ich habe das Ei diesmal schön durchgequirlt mit der Gabel und habe einen Esslöffel davon hier im Schälchen aufbewahrt, dann muss ich jetzt zum Bepinseln nicht noch ein Ei aufschlagen. Ja, also es ist ein bisschen weniger Ei am Hefeteig, das reicht auch zum Bepinseln. Da kommt dann bloß noch ein Schluck Wasser dran und oben drüber streusel ich gerne Hagelzucker. Ihr könnt es auch mit Mandelblättchen machen oder wie immer ihr wollt. So, jetzt versuche ich den Teig hier vorsichtig aus der Schüssel zu nehmen. Der war, wie gesagt, eine Stunde jetzt im Warmen und macht auch einen richtig guten Eindruck. Muss einmal jetzt durchgeknetet werden, immer so ein bisschen rüberfalten, dass das wieder eine richtig schöne Kugel wird. So. Gucken wir uns das mal hier so an. Das Ganze habe ich natürlich meine Teigkarte vergessen. Ich habe Corona, ich bin nicht so gut drauf. In drei Teile. So, eins, ich glaube, das ist ein bisschen zu groß, da geben wir da was ab, der war kleiner. Müsst ihr mal gucken, dass die so ungefähr gleich groß werden, weil das heißt ja nicht umsonst Hefezopf, das ist wie bei Haaren auch, der wird ja geflochten nachher und da brauchen wir dann drei Stränge. So, jetzt haben wir natürlich mit dem Teig ziemlich viel gemacht. Dann braucht er erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Ich habe hier ein feuchtes Tuch. Das lege ich drüber und dann geben wir ihm erstmal 10 Minuten Zeit und ich zeige euch, wie es dann weitergeht. 10 Minuten und unsere Teigstückchen haben schön geruht. Jetzt geht es darum, die Stränge zu formen. Ich habe ja so eine Unterlage, wo ich mir auch das Mehl erspare. Und 40 cm ist bis hier. Also ich werde jetzt versuchen, etwa so lange Rollen zu machen aus dem Teig. Oh, ist der schön locker geworden. Trotzdem mit ganz viel Liebe
wird das jetzt hier geformt, damit die Luft schön drinne bleibt. So, mal gucken. Bisschen länger muss noch. So, das sind jetzt etwa 40 cm. Hol mal ein bisschen rüber. Ja, und das mache ich jetzt mit den anderen beiden Stücken auch. Und halte dabei meinen Mund. Jetzt habe ich meine drei Stränge hier. Nehme ein Blech. Da kommt das Tuch wieder drunter, das feuchte, damit mir das hier nicht über den Tisch abhaut. So. Eins. Zwei. Drei. Ihr könnt jetzt sehen, das ist wie ein ganz normaler Zopf und jetzt wird geflochten über die Mitte. Oben das Ende wird ein bisschen zusammengehalten. Jetzt die Mitte nach links, der linke nach rechts, dann kann wieder der hier rüber. Ihr müsst nicht wirklich straff flechten. Das könnt ihr ganz locker machen. Ja, einfach bloß immer schön über die Mitte rüber und zum Schluss alles so ein bisschen zusammendrücken. Auch noch mal hier oben ein bisschen nachrutschen und das nach unten verstecken. Und dann sieht das Ganze so aus. Und schon sind wir fast fertig. Ich habe hier meinen einen Löffel verquirltes Ei, den ich am Anfang abgenommen habe. Den habe ich zwischendurch in den Kühlschrank gestellt. Da kommt etwa die gleiche Menge Wasser dran. Und dann gibt das so eine schöne milchige Eilösung. Damit wird alles schön eingepinselt. Hagelzucker drauf. Das Ganze lasse ich jetzt noch mal etwa, aber nicht mehr so direkt. Ich hole mir mal Hilfe. Abdecken, lasst das mal noch 20 Minuten stehen. 5 Minuten vorher heize ich mir den Ofen auf 190 Grad, Ober-Unterhitze. Und dann haben wir es schon geschafft. Wir sehen uns am Ofen wieder. 20 Minuten nochmal hatte ich ihm Zeit gelassen. Jetzt hat er eine richtig schöne Größe. Ofen ist auf 190 Grad vorgeheizt. Ober-Unterhitze, zweite Schiene von unten, habe ich meinen Hefezopf eingeschoben
Und jetzt muss das Ganze so ungefähr 25 Minuten backen. Nach 15 Minuten solltet ihr einmal schauen, wenn er zu viel Farbe bekommt, dann einfach noch ein Blatt Backpapier oben drauf legen, damit er zwar dann gut durchbackt, aber nicht noch mehr Farbe kriegt. Das hängt immer ein bisschen vom Ofen ab. Ich traue dem Frieden mit den Temperaturen auch nicht immer so. Muss man mal gucken. Also ich werde in 15 Minuten mal nachgucken, wie es aussieht. Und wenn es dann schon zu dunkel ist, dann gebe ich für die letzten 10 Minuten noch mal ein Stück Backpapier oben drauf. Aber das können wir ja zusammen machen. Ich habe es euch versprochen, nach 15 Minuten kriegt er schon langsam Farbe. Alles gut, braucht man nichts weitermachen. Noch 10 Minuten und dann sollte er fertig sein. Jetzt sind 25 Minuten vergangen. Und das ist mein Hefezopf. Der steht für gewöhnlich so am Ostermorgen auf dem Frühstückstisch. Dafür stehe ich gerne eher auf. Lasse dann oft den Teig ganz in Ruhe über Nacht gehen im Kühlschrank. Aber den Rest mache ich dann doch am Morgen. Der kühlt jetzt noch ein bisschen ab, aber schmeckt natürlich warm. Ach, super gut, ja. Einfach mit ein bisschen Butter drauf oder eine leckere Marmelade, was auch immer ihr gerne dazu esst. Das gehört einfach auf den Ostertisch. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in alter Frische, wenn ich dann auch wieder richtig fit bin. Tschüss!